So, Freunde, da bin ich wieder, euer Chani mit LS19. Ich habe gedacht, ich schiebe nochmal ein Video rein, ich habe noch ein bisschen Zeit. Ja, und mache jetzt hier gerade den einen, das heißt hier nicht Aufträge, sondern Verträge. Diesen einen Vertrag fertig, wo ich oben auf dem Feld, also oben bei Feld 5, nee, bei Feld 4, die Baumwolle ernten musste. Jetzt muss ich hier, ups. Schön, dass ihr das jetzt umgekriegt habt. Ja, wenn du mich nicht lässt, wie soll ich denn dann weiterkommen? Jetzt fährt er auch immer näher dran noch. Jetzt wird das gar nichts mehr. Ja, genau. Das meine ich. Also das ist, wie soll ich aus so einer Situation jetzt rauskommen, wenn der Autofahrer nicht aufgibt und immer näher dran rückt? Ja, jetzt habe ich es geschafft. Naja, okay. Ja, wie gesagt, also Baumwolle oben auf Feld 4. Und das muss ich jetzt zur Spinnerei bringen. Das mache ich jetzt mit euch. Mein Budget bzw. mein Kapital ist ein bisschen geschrumpft, weil ich noch ein... jetzt bin ich, glaube ich, falsch gefahren, aber das dürfte eigentlich auch nicht das Problem sein. Weil ich noch ein Fahrzeug gekauft habe. Ich wollte es ja eigentlich mit euch zusammen machen. Das steinigt mich oder wie auch immer. Um einfach mal so von A nach B zu fahren. Und zwar dieses Fahrzeug, was ihr am Anfang gesehen habt, was quasi das erste Mod war von Giants. Dieses Quad mit Aufbau halt, so dass auch mehrere Leute drauf sitzen können. So, jetzt geht das, glaube ich, so. B und Z. B für Arbeits... Lohndienstleistung auf Feld 4 abgeschlossen. So. Ich habe jetzt aber nicht wirklich Geld. Doch 1000 gab es nur, ne? Müssen wir mal gucken. Ernten. Ja, aber wir hatten ja diesen Transportauftrag auch schon. Ich weiß jetzt nicht, was das bringt. Und ich weiß auch nicht, wie man zum Beispiel sagt, okay, ich möchte jetzt... siehste Karte. Hier ist das, okay. Jetzt habe ich es rausgefunden. Okay, man muss halt X drücken auf der Karte, wenn man Escape gedrückt hat. Und dann kann man hier diese Parzellen kaufen. Okay, verstehe. Dazu muss man halt, ja, es ist schon sehr, sehr teuer. Man auch verkaufen. Das ist natürlich auch nicht schlecht, ne? Dann können wir quasi eigentlich gleich hier an dieser Stelle aufhören und uns dem zweiten Spiel widmen. Aber das machen wir natürlich nicht. Also es gab ja am Anfang dieser drei Auswahlmöglichkeiten. Ah, jetzt verstehe ich das. Ja, aber gut, dass ich mit euch gespielt habe, sonst wäre ich da wahrscheinlich nie drauf gekommen. Okay, und ich vermute mal, dass es auch hier ein Steam, also ich habe es ja über Steam gekauft. Dass es auch hier einen Steam-Erfolg gibt für, ich kann das mal eben nachgucken, für, ich hoffe, er geht jetzt nicht raus, ne, ich habe Fenstermodus angemacht, von daher. Wo ist denn das LS19 hier? Okay, hier zeigt er irgendwie die Erfolge noch nicht an. Wir hören ganz leicht Musik, richtig? Nein, das ist bei mir im Schlafzimmer. Okay, Entschuldigung. Alle Errungenschaften anzeigen. Ah, hier ist es. Eine gute Tat und 100 Hühner. Züchten. Ich kann es ja mal nebenbei müssen, dann kann ich auch wieder weiterfahren.
Aber muss ich jetzt einfach hier aus dem Fahrzeug raus und der lässt mich dann... Keine Ahnung. Ne, die sind immer noch mal. Sind das jetzt meine oder wie? Ich habe jetzt keine Ahnung. Z. Weil der Auftrag ja abgeschlossen ist. Hier war das. So. Nicht verkaufte Erträge. 0. Mietkosten 300. Ja. Ach so. Abschließen. Ah, verstehe. Jetzt hat er wahrscheinlich auch erstes Geld überwiesen. Ja, siehst du. Dann habe ich das bei dem anderen Auftrag vergessen. Jetzt haben wir auch diese Maschine nicht mehr, genau. So, jetzt kommen wir hier. Ja, genau, ich hatte offscreen halt dieses eine Stück Feld nicht mit euch. Dafür könnt ihr mich natürlich auch steinigen, wenn ihr Lust dazu habt. Ja. Der ist auch fast voll, den können wir dann mal demnächst mal abtanken. Moment. Hier sieht man allerdings, also dass da ja ganz schöne Löcher drin sind in dem Feld. Da bin ich mit dem Trecker reingefahren. Okay. Er soll ja eigentlich das Korn jetzt abmähen. Ja, okay. Aber dann bleibt da was über. Na, ist nicht so schlimm. Warum hört er jetzt einfach immer wieder auf? Das verstehe ich nicht. Hat die Arbeit außerplanmäßig beendet. Grund unbekannt. Korntank ist zu 80% gefüllt. Deswegen... die Sämaschine hier, das ist alles so soweit fertig mit Sehen. Dann können wir ja rausfahren damit. Genau, und hier müssen wir jetzt, wie man sieht, die Wiese ist durchwachsen mit also hier auf der linken Seite ist halt nichts, auf der rechten Seite sind immer so rote, weiße und lilane, rosane Pflanzen dazwischen. Das können wir natürlich beheben, indem wir mit der Spritze durchfahren, die wir beim letzten Mal gekauft haben. Das tun wir jetzt auch mal gleich. Könnt ihr mal sehen. Ja genau, das hatte ich, glaube ich, dann nicht mehr demonstriert in dem letzten Video. Dann könnt ihr das mal sehen, wie das so aussieht. Also man öffnet die Werkzeuge immer... Werkzeuge, also die Maschinen immer mit X. Wenn man sie dann angewählt hat, also man muss dann auch immer, oben links ist ja der Trecker mit den beiden Anbauteilen, die er jetzt drin hat. Wenn man G drückt, kann man halt das Gerät immer wechseln. Es gibt auch zum Beispiel Schneidwerke, die jetzt für vorne zum Beispiel sind. Bei größeren Traktoren ist das sinnvoll. Warum hat er denn keinen Sprit mehr? Der hat doch eigentlich gar nichts gemacht. Okay, dann müssen wir demnächst tanken fahren. Was heißt demnächst? Wahrscheinlich jetzt. Da müssen wir jetzt die Geräte hier ablegen. Und dann fahren wir den zum Tanken. Beziehungsweise wir stellen ihn an die Seite. Eigentlich sollte laut Menü das Fahrzeug, wenn ich aussteige, der Motor abgestellt sein. Warum hat er denn jetzt keinen Sprit mehr? Dieser hier hat Sprit. Ich lege das jetzt erstmal so lapidar hier irgendwo ab, damit wir zum Spritzen kommen, weil wir nicht so viel Zeit haben. Ich habe jetzt genau so angemacht, dass wir um Viertel nach Feierabend machen können. Viertel nach 8. Jetzt haben wir es Viertel nach 8 am 20. Ja. Wohlgemerkt, der erste Tag des Releases. So, dann können wir ja hier mit anfangen, beziehungsweise wir können uns jetzt ausrichten. Auf das Feld gesehen, das müsste eigentlich so ganz gut hinhauen. Jetzt wäre es natürlich von Vorteil, wenn man diese Schonbereifung hat.
Gerade bei den, ich glaube, ich werde es auch so ein, zwei Trecker damit ausstatten, beziehungsweise einen erstmal. So dass wir dann nicht zu viel zerstören. So, das müsste ja aber eigentlich jetzt funktionieren. Ich weiß nicht, wie oft man da jetzt rüberfahren muss. Man kann das auf der Karte ja mal ganz gut sehen. Und zwar war das hier. Warum macht er das denn nicht? Geht das nur im grünen Zustand? Das kann natürlich sein, ne? Ja, es scheint nur im grünen Zustand zu gehen. Okay. Ja, dann hätte ich das offscreen mal machen sollen. Ja, schade. Dann haben wir jetzt die restliche Ernte da hinten verloren. Beziehungsweise hier kann ich ja nochmal zu Ende düngen. Ich mache das jetzt manuell. Okay, und man hat wieder gesehen, dass ich habe jetzt eben ja den Helfer eingestellt. Dass da muss Giants auf jeden Fall nochmal ran. Gerade für die Leute, die gerne realistisch spielen. Was hier auch passiert ist, also wenn der Helfer irgendwas macht, dann zieht er keine Spuren. Wenn ich was mache, zieht er Spuren, wie man sieht hier. Also das finde ich sehr, sehr schlecht gemacht eigentlich. Ich hoffe, das wird noch geändert. Weil ein Helfer hat keine andere Möglichkeit, als das Fahrzeug, was ich ihm gebe, zu bedienen. Und warum sollte ich jetzt hier Spuren ziehen? Und der Helfer nicht. Das finde ich ein bisschen merkwürdig. Also, klar, es steckt noch in den Kinderschuhen und, aber sowas kann eigentlich nicht sein. Ich bin nach wie vor total begeistert von dem Spiel. Optisch und so, aber natürlich ist klar, dass es irgendwie immer Kinderkrankheiten gibt, die auszumerzen sind und das denke ich, es sollte ein Punkt sein, der so schnell wie möglich behoben wird. Und jetzt nicht, also es kamen jetzt schon die ersten Mods, es kam von Case HI, kam ein Mähdrescher, den man beim LS17 am Anfang auch hat. Den haben sie nachgeschoben mit Schneidwerk und noch einen Deutz-Trecker. Ja. Dann kann ich ja jetzt außen fahren. Aber das sollte nicht im Vordergrund stehen, dass man den User, also euch und mich, jetzt so schnell wie möglich mit irgendwie, ach so, es gab noch eine neue Karte, mit neuen Inhalten zubombt, das finde ich nicht in Ordnung. Also dann sollte man lieber daran arbeiten. Ich weiß ja nicht, wie groß das Team von denen ist. Ich denke mal schon, dass das ein paar Leute machen. Aber dass man dann auch daran arbeitet halt. Also das ist jetzt quasi, okay. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern man das jetzt noch abernten kann, was da hinten jetzt ist mit, ja, mit dem Unkraut. Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich, ne? Dann werde ich jetzt diesen Trecker hier, beziehungsweise wir fahren mit dem erstmal zum Tanken. Beziehungsweise. Nein, wir müssen den Drescher abtanken. Da ist er jetzt so ja drauf. Genau. Jetzt müssen wir wieder dazwischen. Okay, dann. Er steht hier immer noch. Okay. Ja, man kann quasi mit dem Trecker die ganze Ernte in Hintern fahren quasi.
Das ist natürlich doof, ne? Und wenn das jetzt ein Helfer, wahrscheinlich, wenn ich hier mit Crossplay gearbeitet hätte, dann wäre das wahrscheinlich nicht passiert, weil das ja, weil da ja auch ein Helfer mitarbeitet. Oder beziehungsweise arbeitet. Oha. Na gut. Warum er jetzt hier aufgehört hat, das möchte ich auch mal gerne wissen. Kann natürlich sein, dass hier, die haben ja, ein Schadensmodell mit, jetzt mit eingebracht. Dass hier vielleicht zum Beispiel, ich sage jetzt einfach mal, dass bei dem einen Trecker, der jetzt wenig Sprit hat, dass da vielleicht die Benzinleitung kaputt ist oder sowas. Das kann natürlich sein. Also ich weiß jetzt nicht, ob wir hier vor Ort eine Werkstatt haben oder ob wir in eine Werkstatt fahren müssen. Wahrscheinlich eher das. Okay, da steht nicht ganz drunter. Das ist nicht Weizen. Ist das Weizen? Habe ich hier Weizen angepflanzt? Wie blöd. Okay. Das war jetzt echt blöd, aber okay. Das heißt, wir müssen den Weizen. Den Weizen lassen wir erstmal da drin. Da ist nämlich auch irgendwie was nicht ganz in Ordnung. Deswegen fahren wir jetzt erstmal zur Tankstelle in der Hoffnung, dass bei der Tankstelle auch hier unten ist eine Tankstelle, auch gleichzeitig eine Werkstatt ist. Das ist natürlich jetzt, kann sein, dass es überlappt irgendwie, aber oh, dann müsste ja auch, wir fahren dahin und dann gucken wir, also wir tanken jetzt erstmal voll, dann gucken wir, was da kaputt ist und wie teuer das ist. Eigentlich müssten wir ja verkaufen. Ich werde dann im nächsten Video auch hoffentlich schon das Lenkrad installiert haben. Also das werde ich dann mal, das Einrichten werde ich offscreen machen. Und beziehungsweise wenn hier jetzt irgendwas, ich weiß nicht, ob man das hier machen kann, auf dieser Fläche. Das ist ja, da kann man ja das Fahrzeug nochmal konfigurieren. Hier kann man reparieren, okay. 78 Euro, das geht ja. Und jetzt können wir zum Beispiel die Reifenvariante auch gleich ändern. In Pflegebereifung. Dann haben wir einen Trecker, der das schon mal hat. Jetzt hat er hier auch einen Frontladeranbau. Brauchen wir jetzt zwar noch nicht, aber das ist, ne, dann lassen wir es auch weg. Ist am Anfang jetzt zu teuer für uns. Wir haben ja auch nur okay, dann ist jetzt 78 Euro, das war ja in Ordnung, also so viel ist es ja dann nicht. So, dann können wir jetzt noch zum Tanken fahren und dann denke ich, sehen wir uns dann auch beim nächsten Video weiter. Ich werde jetzt nichts mehr sagen. Ich werde mich jetzt von euch verabschieden und das mit dem Tanken dann ausklingen lassen. Wenn euch das Video bis hierher gefallen hat, dann lasst mir doch bitte einen Daumen da. Ansonsten sehen wir uns dann beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, euer Channy.